Frühjahrsputz auf Leipzigs Wasserwegen. Der Verein Wasserstadt Leipzig hat am Wochenende zur traditionellen Gewässerreinigung aufgerufen. Vor allem am Karl-Heine-Kanal machten sich am Samstag Dutzende Helfer daran, Unrat an den Uferböschungen und im Gewässer zu beseitigen. Die Frühjahrsgewässerreinigung ist wieder vorbei und wir danken einfach allen, die dabei gewesen sind. Über 200 Leute aus unterschiedlichen Aktionskreisen, also gemeinsam für Leipzig danken wir, danken den Anlagen, der DLAG danken wir, dem THW und all den Anlegern, die diesmal dabei waren, in Größenordnung. Unter anderem kamen auch wieder Taucher zum Einsatz, die unter tatkräftiger Unterstützung der anderen Helfer wieder einmal alles Mögliche aus dem Wasser zogen. Neben zahlreichen Fahrrädern kamen unter anderem auch Verkehrsschilder und Möbel zum Vorschein. Außerdem wurden auch Bäume und Sträucher verschnitten, damit die Boote wieder ungehindert fahren können. Daneben widmeten sich der Verein Wasserstadt Leipzig und die WISAG einem länger geplanten Projekt. Denn bei der letzten Frühjahrsgewässerreinigung fanden die Helfer neben jeder Menge Unrat auch eine Flaschenpost. Darin hatten zwei Kinder aus der Nonnenstraße um Hilfe gebeten. Es geht um einen Bootssteg an der Weißen Elster. Wir haben die Flaschenpost geschrieben und wollten damit erreichen, dass unser Steg halt neu gebaut wird. Und zum Teil ist er jetzt schon erledigt. Und weil der Steg halt total kaputt war und alles eklig hier unten. Und wie der Oma halt immer gespielt hat und auch mal unten hin wollten. Der Bootssteg wird derzeit neu gebaut. Spätestens zu Pfingsten soll er eingeweiht werden.